Ahoi meine Matrosen und Seeratten, willkommen hier beim Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag auf dem PC. Ich bin Captain Nerd, ihr seid auf mein Flaggschiff Inside Gaming und nun geht es weiter, ich würde mal sagen, mit der nächsten Mission. Letzte Folge haben wir uns mit dem Gouverneur von Havanna getroffen und ich bin ziemlich geschockt, dass wir den Templern angehören. Ich sag's mal so, jedenfalls Duncan Walpole wollte von den Assassinen zu den Templern überlaufen, aber ja, Edward, den wir ja spielen, Edward Kenway, hat sich wohl offensichtlich den Templern angeschlossen, ohne zu wissen, was er überhaupt macht. Also, wir werden es im Laufe der Story bestimmt noch sehen, was da überhaupt rauskommt, wann wir zu unseren, ja, zu der Assassinenbrüderschaft wohl kommen, falls wir da hinkommen. Und wann wir unser eigenes Schiff endlich bekommen. Ich will mein Schiff haben. Ja, im Voraus wurde ja schon der Name des Schiffs bekannt gegeben von Ubisoft, nämlich Jackdaw. Ich bin gespannt, wann wir es kriegen, wann wir es sehen. Und ich gebe noch kein Geld aus. Das kommt erst später. Jetzt treffen wir uns erstmal mit den Watchers, nämlich hier am Pier. Hallo. Da steht er auch schon. Und ja, Sequenz 02, ich habe zu viel rumgetrunken. Der Mann, den sie den Weisen nennen. Mission starten. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward. Nein, Bonnet. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Der glaubt doch alles. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich. Der kleine Dicke. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Also das ist einer der Weisen. Interessant. Neues Missionsziel. Den Templer verfolgen. Die Templer folgen. Und Loreano Torres, das ist der ältere Mann vor uns, muss überleben. Gut. Sein Wert ist unermesslich. Und wir müssen den Weisen beschützen. Wir tun, was verlangt wird und hoffen auf Klärung. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Ein Assassine. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Augen offen halten. Irgendwas ist hier los. Assassinen. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Ja, lad nach. Komm, nämlich schon wieder der Nächste. Dich habe ich schon mal gut. Zack, zack, zack. Nachladen, schnell. Da oben auf dem Dach. Überall auf dem Dach. Ah,
Fuck. Außer Reichweite war der. Oh, Mann, du Idiot hier. Jetzt habe ich dich. Jetzt muss ich den da oben auf dem Dach bekommen. Jetzt habe ich dich. Wir sollen den Templern folgen wieder. So, die laufen davon, wir laufen hinterher. Also wir haben jetzt Assassinen niedergemetzelt. Einer hat mich aufgehalten. Du Hundesohn. Offenbar der Großmeister der Assassinen, die da ansässig sind. Au, das tat weh. Stoppt ihn! Und jetzt müssen wir den Weisen holen. Optionale Ziele ist, den Weisen von oben anspringen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Okay, jetzt hat er den Aufzug genommen, also müssen wir hier lang. Okay, jetzt müssen wir den Weisen verfolgen und anrempeln, wie ich mir denke, wenn ich nicht... Oh, diese blöde Steuerung, Ubisoft, bitte. Nächster Assassin's Creed Teil, bitte ein bisschen besser. Ja, dass ich das Ziel verringern soll, die Entfernung zum Ziel verringern soll, weiß ich, meine Fresse. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ah, nur weil ich diese blöde Leiter hoch... Ich glaube, ich lasse mal diese Zwischenmission da, diese optionale Ziel, weil das wird so schwer. Ah, oder es geht eben nicht. Doch. Haha. Ich hab's doch geschafft. Okay. Zwischensequenz. Schweig. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Horrido! Euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Ja, gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Ja, 8 Minuten und 20 Aufnahme. Die Mission machen wir noch. Mission beendet. Der Mann, den sie den Weisen nennen... den Weisen von oben anspringen und im Kampf die Pistole benutzen. Beide Sachen habe ich geschafft. 100% Erinnerungssynchronität haben wir hervorragend geschafft. Super. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission. Da ist eine Leiter. Hoch da. Jetzt bin ich auf dem Dach. Zack. Alle. Hopp. Na, immerhin läuft er schon wie ein Assassine, auch wenn wir noch gar nicht zum Orden gehören, sag ich mal. Ah, ja, so. Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass wir unseren dicken Kumpel wieder treffen, den Bonnet, der uns am Anfang dieser Mission beinahe hätte auffliegen lassen. Wir haben uns gut herausgeredet. Kompliment, Kenway, das hast du hervorragend geschafft. Aua. Ja, befreien wir doch aber erstmal vorher Piraten. Wenn wir hier hochlaufen. Kommt zu Sinn, Leute. Ihr seid so verrückt wie ein Seeräuber im Blutrausch. So. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Ja, bitteschön, bitteschön. 100 Real bekommen und ja, ich freue mich doch. Aber ich glaube...
Nee, Munition kaufen tue ich mir nicht. Wir haben nur so wenig, also in Anführungsstrichen wenig. Darum laufen wir einfach mal weiter. Und das sieht ziemlich, ja, nach einem Küstengebiet aus. Ah. Epp. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Eine feine Nacht, meint ihr nicht? Ah. Warte. Da ist er. Da ist Bonnet. Eine Schuld einfordern. Mission starten. Gott straft mich mit diesem Tag- und Nachtwechsel ist ja ziemlich realistisch. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Das wünschte ich kein Mann. Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Okay. Schnappt er unser Getränk. Egal. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen und Wachen aus Anpirschzonen heraus eliminieren. Ja, das schaffen wir beides. Der Erste. Der läuft hier nämlich wieder rum. Dann holen wir uns nämlich gleich den Zweiten. Und den keinen Kampf verwickeln lassen, dürfte machbar sein. Ah, er hat uns gehört. Da ist eine kleine Miezi. Den Zweiten verstecken wir auch schön dort. Und weiter geht's. Wir müssen zum grünen Punkt, 87 Meter weiter. Wir sprinten einfach mal. Na komm her. Und eine optionale Missionsziel erreicht. Keine Wache in der Nähe. Kann ich darüber sprinten? Ast rein. Hier mal über die Straße. Und jetzt rucki zucki darüber. Rein. So, sehr gut. Ich hoffe, die laufen uns jetzt nicht hinterher. Nein. Den Aufseher aufspüren. Und da haben wir ihn sogar gleich. Sehr gut. Pfeifen. Wenn Sie sich in einem Versteck hinter der Ecke oder in einer Anpirschzone befinden, können Sie B drücken, um zu pfeifen und so nahe Gegner anzulocken. Okay. Na ja, Schlüsselmann, ich brauche deinen Schlüssel. Put, mein Kleiner. Erbeuten. Jetzt holen wir den Schlüssel. Und jetzt müssen wir einen Punkt erreichen. Ja, tun wir das doch mal. Alle hepp. Alle hopp. Und da ist direkt natürlich ein Busch. A Busch. In einem Busch, in einen anderen Busch. Ich gehe in jeden Busch, außer George W. sprint ich da nochmal rüber. Oh. Okay. Scharfschützen sind tödliche Gegner, die aus der Ferne auf sie schießen können. Weichen sie ihnen aus oder töten sie sie zuerst? Wo ist hier ein Scharfschütze? I don't understand.
Ich will mich nicht im Schrank verstecken. Da oben. Dann holen wir ihn uns doch einfach mal. Hallo? Also ich sehe da keinen Scharfschützen. Ich lasse mich hier mal fallen. Und hopp. Oh. Beinahe. Gehen wir doch mal hier hinten rüber. Siehst mich nicht. Weiter. Weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Oh. Ah, hier ist ein Baum. Oh. Naja, die typische Assassinenkrankheit hier. Und zack. Ah, verdammt. Aus den zweiten optionalen Missionsziel wurde jetzt nichts. Leider. Weil ich zu voreilig war. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht. Okay. Autsch. Basta ja. Torres. Und Dukas. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Captain Pulverpiso. Oh ja. Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Mission beendet. Leider, leider. Kurz vorm Ziel. Ja, fortsetzen. Wie ihr gesehen habt, ich spiel's auf dem PC. Also das ist der Beweis, ich spiele es nur mit dem 360. Was ist das denn? Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Das ist unsere... Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Unser Schatz in England. Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst hübsche, du mich hübsche denn, Frau. Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Ich sehe schwarz. Was ist jetzt? Speichern? La cena! Cometela rapido! Hast du Hunger? Okay, wir haben uns jetzt befreit. Ja, meine Lieben. Optionale Missionsziele sind Wachen von hinter einer Ecke töten. Komische Rechtschreibung. Und Edwards Ausrüstung erreichen. Damit geht's aber erst in der nächsten Episode weiter. Ich danke erneut, dass ihr diese Episode, mein Let's Play von Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed 4 Black Flag, wieder geentert habt. Und ich hoffe, ich kann euch in der nächsten Folge wieder mit an Bord meines Flaggschiffes Inside Gaming begrüßen. Ich bin euer Captain Nerd und bis zum nächsten Mal sage ich nur noch, bleibt nerdig, einen ruhigen Seegang und bis dahin, Horrido.